Was passiert denn, wenn ich ein beschlagnahmes Auto abhole? Weil er fragt ja extra nach, bist du sicher? Was ist denn dann schlimm, wenn ich das mache? Wir holen mal eben. Wir schauen mal. Das ist ja nicht meiner. Aber... Wieso steht denn der hier? Wieso wurde der beschlagnahmt? Egal, dann nehmen wir den jetzt erstmal mit. Also das wird sich noch klären müssen, was Trevor mit meiner Limousine gemacht hat. Und wir fahren jetzt erstmal mal trotzdem Richtung... Was geht denn hier wieder ab? Da wurde schon wieder irgendwer erschossen von der Polizei. Mal wieder. Also hier werden ständig Leute einfach auf offener Straße erschossen. Die Polizei ist wirklich skrupellos. Ja, der ist tot. Du brauchst eigentlich gar nicht mehr hinfahren, aber egal. Ich bin mal gespannt, wie wir das Tauchboot klauen sollen. Ich fahre erst einmal einfach nur dahin und schaue mir das dann an, was da abgeht. Ja, rote Ampeln haben mich noch nicht interessiert bisher, dann werden sie das jetzt auch nicht. Ist aber ganz schön weit draußen hier der Hafen, ne? Also ich meine, klar, der liegt ja auch im Wasserbereich, aber... Trotzdem müssen wir jetzt ziemlich weit rausfahren. Und so schnell der Wagen aussieht, so schnell fährt er gar nicht, also... So, sind wir jetzt bald mal da? Oh, warte mal, hier ist erst einmal eine Schrankenzone. Darf ich hier einfach rein? Ja, ne? Oder kriege ich jetzt hier auch Fahndungssterne? Momentan nicht, höchstens für zu schnelles Fahren. Hol dir das Tauchboot. Okay, gar keine... Oh, es hängt da oben. Da muss ich erstmal an Bord des Schiffes kommen. Oder ich hole mir das mit dem Kran. Ich gehe erstmal an Bord des Schiffes. Mal schauen. Ja, die Waffen sind alle so leer. Leer, leer, leer. Wir müssen Munition kaufen, ey. Dringend. Er hat natürlich mit der Pistole und der Glatze hat er schon was von Hitman. Da steht einer. Der ist tot und ich habe einen Fahndungsstern. Okay, komm, einfach runter damit. Und hinterher. Spring doch einfach ins Wasser, komm. Ja, nicht da drauf. Aua. Klettere auf das Tauchboot, um an Bord zu gehen. Ich bin doch drauf. Ja, ich bin drauf. Ach so, ganz normal einsteigen. Oh Gott, jetzt soll ich das Ding fahren? Hängen die Bullen ab. Wie kann ich denn untertauchen?
Halte L1 gedrückt, um auf der Stelle zu wenden. Und wie kann ich Höhe gewinnen oder verlieren? Ah, okay, einfach nach unten. Oh mein Gott. Willkommen in der Unterwasserwelt von GTA 5. Sind wir bis jetzt ja noch gar nicht irgendwie unterwegs gewesen. Wir können tatsächlich mit einem U-Boot... Oh Gott, ich fühle mich etwas ängstlich in der Tiefe. Ich habe hier ein bisschen Angst. Da sitzen wir. Im Anzug. Können wir mal ein bisschen in Richtung Erdboden, Richtung Meeresboden tauchen. Die haben ja auch die ganze Unterwasserwelt komplett neu kreiert. Wenn man mal zurückdenkt an GTA San Andreas, da war ja wirklich einfach nur weißer Boden oder so ein Sandboden im kompletten Meer. Mehr war da ja nicht und hier ist wirklich richtig eine ganz eigene Unterwasserwelt. Sehr düster hier unten das Wasser. Wir würden mal langsam bitte ein bisschen wieder auftauchen. Voll. I've got that submarine we talked about. You gotta help me store it for a few days. Floyd, don't go quiet on me or I'll come around and I'll... Well, we both know what I'm talking about. Okay, all right. Bring it around the Pier 400 at the Western Docks. On my way. Look, I'll have a truck to bring you around the warehouse. What's this? The Union man doing an honest day's work? There's nothing honest about this, sir. But this is a dishonest day's work, if ever I've seen one. Hey, we're not hurting anyone. No, no one except whoever owns that submarine and the mercenary folks on the freighter. Do some research on Meriwether Security Consulting, friend. They'd be on trial for human rights offenses if the U.S. government didn't protect all its contractors from any kind of suit, military or civilian. They're immune. Okay, während die da gerade quatschen, muss ich mal gucken, wo ich überhaupt hinfahren soll. Ich fahre nämlich gerade ziemlich blind. Okay, da geht's hin. Ich mache mir mal... Ja gut, ich kann mir keinen Wegpunkt machen. Also fahren wir einfach geradeaus erst einmal. Prosecution. They behave like they are. Murdering, stealing, high on power, guns and anabolic steroids. Lucky bastards. Look, I don't know about that stuff. Oh, you're right. You don't. Meriwether are employed by the richest, greediest scum on the planet to shit on the poorest and the neediest. So we are going to enjoy shitting on them. Oh, great. I look forward to that. Okay, well, that's more like it. Okay, das Licht kann ich auch anmachen. Bringt allerdings nicht sonderlich viel. Hier ist das Wasser ja nicht sehr niedrig, also hier sind überall noch Pflanzen und Fische, Korallen, Algen. Kann ja ab und zu mal auftauchen, um zu gucken, wo man hin muss. Aber die Richtung stimmt. Wir müssen, glaube ich, noch um den Steg, der da vorne auf der Karte zu sehen ist, drumrum. Okay, man sieht auch unten links über dem gelben und über dem Lebensstrich und über dem Spezialfähigkeitsstrich, wie viel Meter es bis zum Boden sind und wie viel Meter wir unter dem Wasser sind. Also jetzt sehen wir mal zum Beispiel, ich bin jetzt 5 Meter unter Wasser, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 und bin jetzt zum Beispiel 5 Meter vom Boden entfernt, 3 Meter vom Boden entfernt. Also das ist eigentlich ganz nett, da haben wir so eine Höhenanzeige. Wenn man mal in tieferen Gewässern unterwegs ist, kann das, denke ich, gar nicht schaden. Und wir fahren jetzt also Richtung Pier 400, um das Ding da unterzubringen, bis wir dann den Raubüberfall auch wirklich durchführen. Hat das denn eine Hupe? Nö, natürlich nicht. Wäre auch mehr als lustig, unter Wasser hier zu hupen. Wenn ein Schiff vorbeikommt. Mäh, mäh. Ansonsten steuert sich das wie ein Flugzeug, also hoch, runter und so weiter. Aber über Wasser sieht es so viel schöner aus eigentlich. Aber ich kann nicht über Wasser bleiben, das taucht immer wieder unter. Und dann wechselt die Kamera automatisch unter Wasser. Mache ich, ich komme hoch, Moment.
Da ist der Kran. Das hätten wir schon mal besorgt. War gar nicht schwer. Wir mussten eigentlich nichts nur sonderbar machen, außer da rüber zu schwimmen. Ein leichter Diebstahl. Und ansonsten der Heli, den Heli zu klauen, das wird schwieriger. Achso, wahrscheinlich kommt jetzt noch der schwierige Teil, nämlich dass wir jetzt verfolgt werden, oder? Ja, mal schauen. Vielleicht kommen wir auch ohne davon. Bring das Tauchboot zum Lagerhaus. Sieht man ja gar nicht, dass da hinten ein Taucherboot drauf ist. Ein U-Boot. Is that sub covered properly? It'll be fine if we just get there. Are you being short with me? No, sir. I'm certainly not being short. I'm just not used to this kind of pressure. If you turn a crew onto a score, you gotta be ready for the heat that comes with it. I didn't turn anyone on to anything. You threatened and cajoled and tricked me. You don't want to cut? Just walk away. I can't walk away. You're robbing my workplace and running the show from my home. Deborah's home. No cut for you, no cut for Deborah. Okay, hier wollen wir rein. Gut, dass ich schon Truck fahren kann, dank dem Euro-Truck-Simulator. Und weiß, wie man LKW am besten steuert. Hier wollen wir rein. So. It'll be okay there. Sure. All right. If you're wrong, I'll eat your sweet meats. Now get out of here. Das müsste es doch eigentlich gewesen sein, oder? Er läuft weg. Nee, das wollte ich gerade nehmen, das Auto. Ha, kannst eh nicht Auto fahren, Idiot. Ja, gut. Er klaut mir das Auto, was ich gerade nehmen wollte. Miniatur-U-Boot. Du darfst nicht an Bord. Aber wahrscheinlich hätte man das machen können, ohne dass man das Schiff betritt oder sowas. Egal. Das haben wir jedenfalls gut gemacht. Den ersten Teil der Vorbereitung für den Raubüberfall Nummer 2 haben wir damit abgeschlossen. Wir haben uns ja entschieden, das Ganze offshore zu machen. Insofern, ja, jetzt fehlt noch der Helikopter in der Militärzone. Das heißt, da können wir uns langsam mal dran machen und uns überlegen, wie wir das Ganze angehen. Wir klauen uns erstmal hier den Truck. Die stehen da natürlich jetzt etwas ungünstig vor dem Grill. Kann man eigentlich jetzt, das würde mich interessieren, das ging nämlich früher nicht, jeden beliebigen Anhänger klauen. Das würde ich sehr gerne wissen und das werde ich jetzt auch ausprobieren. Wir nehmen jetzt mal zum Beispiel, da steht ja jetzt ein Anhänger. Jetzt will ich wissen, kann ich den einfach ankoppeln? Denn früher konnte man das nicht, also früher standen öfters mal Anhänger rum, die man nicht ankoppeln konnte. Ach so, wartet mal. Hat der so eine Sperre drin? Ist das eine Anti-Diebstahl-Sperre? Das ist tatsächlich eine Sperre, damit der nicht geklaut werden kann. Das ist ja interessant. Sowas kenne ich ja gar nicht. Wusste ich gar nicht, dass es sowas gibt. Ich würde mich interessieren, ob es das auch in echt gibt. Aber im Vergleich zu dem LKW, der da steht, ist meiner ja schon ziemlich groß, ne? So ein dicker. Und der hat auch eine Sperre und der auch. Also die werde ich wahrscheinlich nicht klauen können. Dann müssen wir uns mal weiter umschauen. Ich möchte gerne einen klauen. Oder haben die jetzt alle? Die haben auch eine Sperre. Ja, es wird wahrscheinlich gang und gäbe sein, dass man. Der hat keine. Versuchen wir es mal mit dem Kleinen hier. Dass man Anhänger schützt. Ich weiß aber nicht, ob das in echt auch so ist. Ich habe das noch nie gesehen irgendwo, so eine Anhänger-Diebstahlsperre. Aber es ist natürlich eigentlich klug. Tatsache. Der wird angedockt, ich kann mit dem wegfahren. Man kann also, außer wenn die einen Diebstahlschutz haben,
wahrscheinlich jeden beliebigen Anhänger klauen. Und jetzt hier so ein Anhänger, so ein Container ist natürlich uninteressant. Woran ich ja eigentlich denke, sind natürlich Benzintransporter zum Beispiel, Benzinanhänger. Denn damit kann man ziemlich viel Spaß haben. Da hinten stehen zum Beispiel welche. Wir schauen mal vorbei. Wie komme ich jetzt darüber? Einfach hier querfeldein, oder? Wir fahren mal einfach hier durch. Oh, hier ist zu. Darf ich da rein? Nee, da darf ich nicht rein. Ich will aber so ein Ding klauen. Ach, Mann. Gib mir sowas. Wo könnten denn noch solche rumstehen? Also hier gibt es viele Laster und LKWs und dies und das. Warte mal, wie komme ich denn von hier jetzt Richtung... Lasst mich überlegen, wie werden wir es machen bei dem Flugplatz? Ich glaube ja fast, dass wir einfach mit dem Flugzeug hinfliegen. Dafür bräuchte ich allerdings einen Fallschirm. Das heißt, wenn wir hier sind, fahren wir erst einmal bei Ammunition vorbei. Ist eh auf dem Weg. Also, wir fahren bei Ammunition vorbei. Ich koppel mal meinen Anhänger wieder ab. So, dann bin ich etwas schneller. Und dann werden wir uns einen Fallschirm besorgen. Und dann werden wir ein Flugzeug klauen. Und dann werden wir mit dem Flugzeug zur Militärbasis fliegen. Werden da einbrechen, werden da einen Helikopter klauen. Und dann sucht uns der komplette amerikanische Staat wahrscheinlich. Oh, da steht einer. Meint ihr, der ist gesichert? Ich will hoffen nicht. Doch, er ist, glaube ich, gesichert, oder? Wir versuchen es mal. Nee, der ist gesichert. Schade. So ein Ding hätte ich sehr gerne mal geklaut.